Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Daniel auf seinem YouTube-Kanal. Diesmal mit den Missionen. Ich fange an hier bei Stufe 1, die Missionen 1 bis 8. Ich hoffe, ihr habt auch die ganzen Videos gesehen von der Fahrschule. Alle Fahrschulmissionen komplett, alles auf Gold gespielt. Ich habe euch gezeigt Tipps und Tricks, wie ihr problemlos da überall Gold erreichen könnt. Also hier bei Daniels Fahrschule auf meinem Kanal könnt ihr mal schauen. Und jetzt geht's zu den Missionen. Hier, wir fangen an mit Stufe 1, die Missionen 1 bis 8, wie gesagt. Und dann, jo, ja, dann starten wir los hier, ne? Jo, los geht's. Mission Nummer 1. Starten wir los. Ein Fahrzeug der Klasse N100. Ihr startet hier auf Platz 4. Müsst diese drei Fahrzeuge hier überholen. Platz 1, da oben seht ihr Platz 1. Den müsst ihr erreichen, um hier einfach so die Goldmedaille zu erreichen. Und da sind wir auch schon auf den ersten Platz. Das ist hier relativ einfach bei Stufe 1. Wirklich sehr, sehr einfach. Mission Stufe 1. Später wird es interessanter. Aber jetzt starten wir hier erstmal mit Stufe 1. Und da vorne ist die Ziellinie. Und da habt ihr die Goldmedaille. Ganz easy. Ganz leicht. Fangen wir an mit... Nee, nicht fangen wir an. Machen wir weiter. Mission Nummer 2 von Stufe 1. Hier das Fahrzeug der Klasse N300. Hier müsst ihr einfach wieder auch diese Fahrzeuge nur überholen. Auch sehr, sehr einfach. Aber das brauche ich ja nicht immer wieder zu wiederholen bei der Stufe 1, dass es sehr, sehr einfach ist. Das wisst ihr selber. Ja. Aber ist egal. Ihr müsst einfach hier den ersten Platz erreichen. Und dann habt ihr hier problemlos auch die Goldmedaille. Ganz, ganz einfach. Hier nach dieser Kurve ist schon die Ziellinie. Da Platz 1. Zack, fertig. Also das dürfte gar kein Problem sein. Machen wir weiter. Mission Nummer 3. Ein Fahrzeug der Klasse N300. Hier startet ihr auf den 5. Platz und müsst nur diese 4 Karren da vorne überholen. Achtet hier darauf. Ihr könnt so ein bisschen den Windschatten hier mitnehmen. Ganz, ganz einfach. Hier auch nicht gegen die Leitplanken da vorne gegenkrachen. Hier wieder den Windschatten, um die letzte Karre hier, diese Karre hier zu überholen. Und da vorne habt ihr schon die Ziellinie und habt wieder eine Goldmedaille. Auch ganz einfach bei der Stufe 1 hier von den Missionen. Das sind immer sehr, sehr kurze Missionen. Hier Mission Nummer 4, ein Fahrzeug der Klasse N200. Hier müsst ihr bloß die Dinger hier umfahren. Ganz einfach, hier seht ihr schon die Zahl 30, 40, 50 und dann seht ihr auch, dass ihr immer alle 10 erwischt habt. Da stehen immer 10 Dinger, 70. Einfach so gegenfahren und dann so kurzen Zacken rüber. So müsst ihr ausprobieren, aber das schafft ihr auf jeden Fall hier. 100 und dann kriegt ihr für das hier, kriegt ihr auch dann noch eine Trophäe. Ja, das wird er dann sehen, da gibt es noch eine Trophäe. Geht's weiter zur Mission Nummer 5. Ein Fahrzeug der Gruppe 4. Ja, genau, Gruppe 4. Ein Aston Martin. Auch wieder sehr, sehr einfach. Ihr startet von Platz 5 und müsst nur hier diese 4 Flitzpiepen hier überholen gemacht hier. Einfach überholen gemacht. Hier auch drauf achten, ganz, ganz wichtig, dass ihr den Windschatten hier benutzt. Hier schön im Windschatten rein, vorbei. Auch ganz, ganz einfach. Da sind wir schon auf dem 2. Platz. Und da vorne ist das letzte Fahrzeug. Das müsst ihr bloß noch überholen hier. Da hier so einfach ringsrum. So schön in den Windschatten rein. Und dann seht ihr auch, wie man näher rankommt an die Karre. Dann könnt ihr problemlos da vorbeiziehen. Und dann habt ihr das auch schon fertig. Jo, das war einfach. Starten wir gleich weiter zur Mission Nummer 6. Ein Fahrzeug der Klasse N500. Und wieder mal startet ihr auf dem 5. Platz und müsst wieder mal 4 Fahrzeuge überholen. So, da überholen wir schon den nächsten. Dann sind wir schon auf dem 3. Platz.
nur noch zwei Fahrzeuge da vorne, diese zwei hier, diese Karren hier überholen. Da sind wir auf dem zweiten, einer diesen gelben Flitzpiepe da vorne. Hier, guck mal, wieder um die Kurve flitzt hier. So, einfach vorbei, da könnt ihr auch kurz hier hochfahren. Auch ganz einfach. Hier die Landschaft, die erinnert mich so ein bisschen an Fuerteventura, da war ich letztens gewesen. Das sieht alles so ähnlich aus. Ja, starten wir weiter zur siebten Mission. Ein Fahrzeug der Klasse N300. Hier müsst ihr wieder vier Fahrzeuge überholen. Ihr startet wieder auf den fünften Platz und müsst wieder auf den Windschatten achten. Ganz einfach, weil hier müsst ihr 250 km/h, steht da oben. Ihr müsst die 250 km/h mindestens schaffen für Gold. Und da haben wir jetzt in diesem Fall 254. Und versucht mal die 254 auch zu schaffen. Ey, versucht das mal, ohne Scheiß jetzt. Das ist möglich. Auf jeden Fall reichen 250 trotzdem für Gold. Ja, aber die Goldmedaille schafft ihr auf jeden Fall. Jetzt kommt die achte Mission. Das ist ein Fahrzeug der Gruppe 4. Das ist schon ein bisschen schneller. Macht schon ein bisschen mehr Gaudi. Hier startet ihr ausnahmsweise mal auf den sechsten Platz und müsst nur 5 Fahrzeuge einfach so überholen. Aber das dürfte kein Problem sein. Da sind wir schon auf dem dritten Platz. Hier, den können wir jetzt hier auch noch schnell hier vorne überholen. Dann sind wir auf dem zweiten und müssen nur noch ein Fahrzeug überholen. Ihr habt hier für diese Mission, die achte Mission bei der Stufe 1, bei der Mission, habt ihr 2 Runden, habt ihr ja Zeit, um den ersten Platz zu schaffen. Da haben wir schon den ersten überholt. Jetzt müssen wir bloß noch den ersten Platz hier ganz easy halten. Und dann, ja, wisst ihr ja, dann habt ihr wieder die Goldmedaille. So, hier vorne einfach geradeaus. Hier nochmal die Rechtskurve. Hier schön rum. Alles ganz einfach. Also, wie gesagt, das ist hier Stufe 1 noch, ja, von den Missionen. Das ist noch relativ einfach. Da braucht man noch gar nicht viel erzählen. Das schafft man ganz easy. Und da habt ihr die Goldmedaille bei allen 8 Missionen Stufe 1 fertig. Und das war's schon. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Da geht's dann um Stufe 2 und immer so weiter. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch und ein Abo. Dann könnt ihr hier weiterverfolgen die anderen Stufen, wie ihr ganz easy Gold schafft. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Dani verabschiedet sich und viel Spaß beim Zocken und gib Gas. Ciao.